Was mir gefehlt hat, also das zusammen Singen auf jeden Fall. Also. Das, was am allermeisten gefehlt hat, ist das Untereinander. Zu Hause vor dem Bildschirm sitzen und die anderen zwar zu sehen, aber sie nicht zu hören, mit ihnen zu sprechen, zu interagieren. Wir uns. Menschen auch, einfach zusammen dieses zu erleben. Nicht nur immer in Internet-Calls und Voice-Chats. Einfach mal live zusammen singen. Zu Corona-Seiten kuscheln, knuddeln, einfach mal einen Arm nehmen, dabei sein. Der Gruppe eine Dynamik zu entwickeln auch, die man nachher auf der Bühne auch sieht. Also erstmal war auf jeden Fall so ein bisschen die Stimmung, ich war so ein bisschen niedergeschlagen. Ich habe ganz viel die Aufnahmen gehört, viel geprobt. Mal so ein bisschen abzuspassen, verrückt zu sein. Ja, die Leidenschaft hat so ein bisschen gefehlt und jetzt aber geht's wieder los und ich freue mich richtig, einzusteigen wieder und loszulegen. Habt ihr Bock? Ja! Wir präsentieren das Ganze lieber live! Ich freue mich jetzt besonders drauf, wieder mit allen zusammen hier proben zu können. Dass es wieder losgeht! Dass es wieder losgeht, das ist wirklich die Hauptsache, dass wir wieder da sind. Und die ganzen Leute wieder zu sehen und die bekannten Gesichter und sich dann mal wieder auszutauschen, weil es ist ja jetzt ein Jahr her, dass wir das letzte Mal zusammen gespielt haben und dann, wow, was ist bei dir so passiert? Und 2, 3, 4. Und. Der stimmt nicht. Der war zu hoch. Ja? Nochmal. Und. Gut. Felix, ich hab den total genialen. Wir haben uns immer mal getroffen und haben hochprofessionell versucht. Ich sage bewusst versucht, die Lieder zu singen und die Tänze durchzugehen. Das hat mal gut geklappt, mal auch sehr witzig. Mein Name ist Johanna Dick und ich spiele Elle Woods. Ich bin der Jonathan Hennen und ich spiele den Chat, den Grandmaster und dann noch den Padamadan. Hi, ich bin Kim und ich spiele Paulette. Ich bin Hanka und ich spiele die Margot. Ich bin die Api und ich spiele Brooke. Oh.